Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema behandeln, und zwar nicht nur in dieser Predigt, sondern auch in weiteren Predigten, die sich auf Themen beziehen, die Sie vielleicht doch als interessant ansehen könnten. Denn eigentlich gibt es nichts Interessanteres, und ich möchte das mal in Anführungszeichen setzen, in der Welt, als vielleicht Gesundheit, und darüber habe ich ja schon mehrfach gesprochen, Wohlstand, Erfolg und natürlich Sex. Und so möchte ich heute einmal anhand der Bibel mit Ihnen beginnen, dieses Thema zu behandeln. Und zwar in der Art und Weise, wie die Bibel dies darstellt. Ich möchte also in der Reihenfolge der Schriftstellen, wie sie in der Bibel zum Vorschein kommen, dieses Thema behandeln. Denn wenn wir etwas verstehen wollen über Sex, und Gott hat ja den Sex erschaffen, dann sollten wir uns auch einmal anschauen, was so die Fundamente sexueller Handlungen sein sollten. Und Sie wissen alle, dass im Anfang Gott den Menschen erschaffen hat, laut Bibel. Und zwar im ersten Buch Mose, in Kapitel 1, lesen wir deutlich die Verse 26 bis 28. 1. Mose Kapitel 1 und die Verse 26 bis 28. Und da heißt es, und Gott sprach, nachdem er die Erdoberfläche in der Weise hergestellt hatte, dass sie für Tiere und Menschen brauchbar war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Auch das zeigt bereits schon deutlich, dass Gott aus mehr als nur einer Person bestehen muss. Im Hebräischen heißt das Wort für Gott Elohim, was mehr als nur eine Person andeutet. Und dann heißt es auch, lasset uns Menschen machen. Also in diesem Falle spricht Gott der Vater zu Gott dem Sohn Jesus Christus und sagt zu ihm, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Schauen Sie, wenn Gott nur aus einer Person bestehen würde, dann hätte er gesagt, ich will nun den Menschen machen, der meinem Bild gleich ist. Aber so wird es hier nicht zum Ausdruck gebracht. Lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Denn jetzt war derjenige, der den Menschen schuf, Jesus Christus. Gott, der Vater, hatte zu Christus gesagt, lasset uns Menschen machen. Und nun schuf Gott, Jesus Christus, den Menschen. Es heißt ja im Neuen Testament, dass Gott, der Vater, alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Und also schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Weib. Er schuf den Menschen also als einen Mann und als eine Frau. Und es heißt dann, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Hier wird also die eheliche Verbindung angesprochen, inklusive Sexualverkehr, inklusive das Gebären von Kindern. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrsche über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Wir sehen hier im Anfang der Erschaffung des Menschen bereits die Erschaffung der Ehe. Die Ehe ist nicht etwas, was so zufällig sich entwickelt hat, sondern die Ehe ist etwas, was von Gott erschaffen wurde, den Menschen gegeben wurde. Wir lesen auch, wie die Ehe funktioniert. Sie funktioniert nicht in der Weise, dass ein Mann mit einem anderen Mann die Ehe eingeht, in Anführungszeichen, oder eine Frau mit einer anderen Frau. Die Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau, nicht aus einem Mann und mehreren Frauen, aus einem Mann und einer Frau. Und so heißt es hier am Anfang, dass eben Gott die Ehe schuf. Im 1. Buch Mose Kapitel 9, um ein bisschen diese Stelle uns anzuschauen, in Vers 1 gibt Gott genau den gleichen Befehl, die gleiche Verantwortung weiter nach der Sintflut. Sie kennen ja alle die Geschichte mit der Sintflut und dass Noah und seine Frau und seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter überlebt haben. Und als die dann aus der Arche herauskamen, da lesen wir, was Gott jetzt Noah sagt. 1. Mose Kapitel 9
Und Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Erneut, denn jetzt war die Erde ja zerstört worden und alle Menschen waren umgekommen, aber jetzt gibt Gott erneut diesen Befehl. Und wir sehen also daran, dass dieser Befehl zeitlos ist. Und hier wiederum wird hier auf den Grund der Ehe mit eingegangen. Wir lesen zurückkehrend zu 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 18. Jetzt wird hier eine Rückblende dargestellt. Zunächst einmal wird wiederum davon gesprochen, dass Gott zunächst den Adam schuf, den Mann. Und dann heißt es in Vers 18, in 1. Mose 2, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch, Adam, der Mann, alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Oder wie die Lutherbibel hier anmerkt, wörtlich heißt es hier, ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber oder eine Gehilfin, die zu ihm passt. Und ich könnte hier ergänzen, die ihm entspricht. Wir sehen also auch hier, dass nachdem Gott dem Adam alle Tiere vorgeführt hatte, er aber klar und deutlich gemacht hat, dass der Mensch keinen sexuellen Umgang haben soll mit Tieren. Das wird nachher noch deutlich in der Bibel zum Ausdruck gebracht. Gott erschuf jetzt die Frau, eine Gehilfin, die zu ihm passt. Im ganzen Spektrum, auch im Hinblick auf Sexualität und die Ehe gesehen. Jemand, der ihm gleich steht in diesem Sinne. Nun, es gibt eine Hierarchie in der Ehe, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau sollen beide eine Einheit bilden. Und so lesen wir in 1. Mose Kapitel 2 und in Vers 24. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 24, denn in Vers 23 erkennt Adam Eva als seine Gehilfin an. Es heißt dort, da sprach der Mensch, Adam, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, das ist ein Wortspiel hier im Hebräischen, weil sie vom Manne genommen ist. Das hat Luther eben in dieser Weise wiedergegeben, um dieses hebräische Wortspiel darzustellen. Und dann heißt es hier in Vers 24, und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, mit anderen Worten eine neue Familieneinheit bilden, und sie werden ein Fleisch sein. Eine Einheit. Aber wenn es heißt, sie werden ein Fleisch sein, bezieht sich das auch auf den Geschlechtsverkehr. Ich weiß, dass es Organisationen gibt, die behaupten, dass der einzige Sinn der Ehe darin besteht, Kinder zu gebären. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist zwar ein Grund, aber nicht der einzige. Sexualität in der Ehe ist durchaus erlaubt und wird von Gott gefordert. Aber beachten Sie, was ich gesagt habe. Sexualität in der Ehe. Nun, der Mann und die Frau werden eine Einheit bilden, aber nicht nur im physischen Bereich, nicht nur im sexuellen Bereich, sondern eben auch im geistlichen Bereich. Sie sollen zu einer geistlichen Einheit werden. Jesus Christus geht später auf diese Stelle ein. In Matthäus Kapitel 19 sagt er uns etwas über Ehescheidung. Matthäus Kapitel 19, angefangen Vers 3. Nun, auch hier möchte ich gleich zum Ausdruck bringen, dass es Organisationen gibt, die sagen, dass eine Ehe niemals geschieden werden kann. Auch das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Achten wir genau darauf, was Gott hier sagt durch Jesus Christus. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 3. Und da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Das war nämlich die Lehre einiger damals zur Zeit Christi, dass wenn der Mann überdrüssig wurde seiner Frau gegenüber, einfach er nur sagen brauchte, ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich, und dann war die Ehe geschieden. Da brauchte gar keinen Grund vorzulegen. Und so fragen die Pharisäer jetzt Christus, ist das erlaubt, dass ein Mann aus irgendeinem Grund, oder man könnte auch sagen aus keinem Grund, sich von seiner Frau scheidet? Vers 4. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau.
und sprach. Und jetzt zitiert er die Stelle, die wir gerade gelesen haben. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Aber nun achten wir darauf, was Christus hier nun weiter sagt. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es war Gott, der Adam und Eva zusammengefügt hatte. Nun, einige haben diese Stelle genommen und haben gesagt, ja, von daher ist keine Scheidung erlaubt. Also wenn jemand sich verheiratet, der muss bis zu Ende seines Lebens verheiratet bleiben. Nun achten wir darauf, was Christus hier sagt, was Gott zusammengefügt hat. Glauben Sie wirklich, dass zwei Atheisten, die sich verheiraten, in Anführungszeichen, wo also Gott gar keine Rolle spielt, dass Gott diese Ehe geschlossen hat? Natürlich nicht. Gott war ja gar kein Gegenstand im Leben dieser Menschen. Es geht hier darum, dass was Gott zusammengefügt hat, der Mensch nicht scheiden soll. Aber selbst da gibt es Ausnahmen. Selbst da gibt es Ausnahmen. Denn Christus fährt fort zu sagen, zunächst einmal fragten sie ihn in Vers 7, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Und er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, nicht geboten, erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Also von Anfang an war es nicht so, dass man sich aus irgendeinem Grunde von seiner Frau scheiden durfte, wenn Gott die Ehe geschlossen hatte. Und dann heißt es weiter, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, achten Sie darauf, es sei denn wegen Ehebruchs. Also hier wird eine Ausnahme zum Ausdruck gebracht. Es sei denn wegen Ehebruchs. Darauf kommen wir noch zurück. Und heiratet eine andere, er bricht die Ehe. Und Paulus sagt im Neuen Testament später noch, dass es noch eine weitere Ausnahme gibt für eine Ehe oder eine Scheidung. Und dann gibt es auch noch die Annullierung. Mit anderen Worten, eine Ehe, die durch Betrug entstanden ist, die Gott gar nicht gebunden hat. Nun, auch da gibt es wiederum die Idee, dass man keine Ehe scheiden darf, aber man kann Ehen annullieren. Und Sie wissen ja, eine große kirchliche Organisation betreibt diese Idee, verfolgt diese Idee. Und da kommt es zu diesen widersinnigen Vorstellungen, dass eine hochrangige Person, die sich gerne von ihrem Mann scheiden lassen möchte, dann den Antrag stellt, die Ehe zu annullieren, und die Ehe hat bereits 10, 15, was immer Jahre bestanden. Und weil diese Kirche keine Scheidung anerkennt, kommt sie dann auf den Gedanken, diese Ehe zu annullieren. Das ist natürlich nicht mit der Annullierung der Ehe gemeint in der Bibel, aber es gibt, wie gesagt, Scheidungen. Jemand, der das ablehnt und dann sich auf das Hilfsmittel der Annullierung bezieht, bringt widersinnige Ergebnisse zustande, die laut Bibel gar nicht gestattet sind. Nun kehren wir zu 1. Mose Kapitel 2 zurück. Wir werden noch auf das Thema von Ehescheidung und Wiederheiraten näher eingehen, wenn wir uns an das Neue Testament wenden, einer der weiteren Predigten. Aber jetzt 1. Mose Kapitel 2 und in Vers 25. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 25, auch hier eine sehr bedeutsame Stelle. Und sie, Adam und Eva, waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Nun, wir müssen hier erkennen, dass es zunächst einmal zum damaligen Zeitpunkt nur Adam und Eva gab. Da gab es noch niemand anderen. Die waren allein im Intimbereich ihrer Sphäre sozusagen. Aber sie schämten sich nicht. Sie schämten sich nicht ihrer Nacktheit. Warum schämen sich heute viele ihrer Nacktheit im Intimbereich ihrer Ehe? Nun einfach darum, weil es nicht Gott war, der dieses Schamgefühl erweckt hat, sondern es war Satan. Satan kam zu Eva später und hat ihr diese falsche Idee in den Sinn gelegt. Und so gibt es heute noch auch diese puritanischen Ideen, dass Nacktheit etwas Schlechtes sei, dass Sex sogar in der Ehe etwas Schlechtes sei. Und es gibt eine Kirche, die das sogar sagt, dass der beste Stand, den man erhalten kann, derjenige ist, wo man frei ist von der Ehe, wo man sich nicht mit dem Sex beschmutzt. Das sogenannte erzwungene Zölibat spielte eine Rolle mit. Aber das ist nicht etwas, was die Bibel lehrt. Keineswegs. Sie schämten sich nicht. Sie waren beide nackt, heißt es, und sie schämten sich nicht.
Aber dann geschieht natürlich die erste Sünde, der sogenannte Sündenfall, obwohl der Ausdruck eigentlich gar nicht so richtig ist, weil die Menschen sind nicht gefallen in dem Sinne. Es ist Satan, der gefallen ist vom Himmel, wie Christus nachher sagen wird. Aber der Mensch, Eva in diesem Falle, obliegt der Versuchung Satans, folgt den falschen Ideen, die Satan ihr gibt. Und überzeugt dann auch den Mann, der sich bereitwillig überzeugen lässt, diesen falschen Ideen zu folgen. Schauen wir uns an, was geschieht. In 1. Mose Kapitel 3 und Vers 6. Es ging darum, dass Gott Adam und Eva geboten hatte, von einem gewissen Baum im Garten Eden nicht zu essen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es war dies zwar ein richtiger Baum, aber es ging hier mehr um eine symbolische Bedeutung. Es ging um die Bedeutung, dass man sich von dem abwenden soll, was falsch ist. Und man sollte stattdessen von dem Baum des Lebens essen, dem Baum des Heiligen Geistes. Und wenn man das getan hätte, dann hätte man sich dem zugewandt, was richtig war. Aber wie gesagt, hier kam Satan und es heißt hier in Kapitel 3 und Vers 6, und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Aber es war eine falsche Klugheit. Es war die Klugheit dieser Welt. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Das geschah, weil die Schlange, also Satan, der jetzt so als Schlange auftrat, der Frau gesagt hat, ja, Gott hat euch angelogen. Es ist zwar richtig, dass Gott gesagt hat, wenn ihr von dem Baum esset, dann werdet ihr sterben, aber das ist gar nicht der Fall. Ihr werdet klug werden, ihr werdet so sein wie Gott. Und Gott will nicht, dass ihr diese Position einnehmt. Also Satan hat, plastisch ausgedrückt, Eva angelogen, hat gesagt, Gott lügt zu euch, glaubt mir. Und Eva glaubte, Satan wurde verführt und gab Adam auch von dem Baum und der aß auch, aber der war nicht verführt. Er hat seine Führungsrolle als Haupt der Familie Eva gegenüber nicht wahrgenommen. Er hat sich so als Waschlappen getätigt und hat seiner Frau gefolgt und ist seiner Frau gefolgt und insoweit hat er dann Sünde auch über sich geladen. Schauen wir uns an, wie das Neue Testament diese Episode dokumentiert in 1. Timotheus Kapitel 2 und Paulus gibt hier auch einen Kommentar ab, was hier geschehen ist. In 1. Timotheus Kapitel 2 angefangen, 1. Timotheus Kapitel 2 und fangen wir an zu lesen in Vers 12. 1. Timotheus Kapitel 2, angefangen in Vers 12. Auch hier, dies ist eine Stelle, die sich viele im heutigen christlichen Bereich, vor allen Dingen im Kirchenbereich, hinter die Ohren schreiben sollten. Aber man hat natürlich da bessere Ideen als das, was die Bibel sagt. Denn Paulus sagt hier, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Aber das bezieht sich hier auf die Kirche. Also Pastörinnen, Bischöfinnen und andere Innen in der Kirche sollte es nicht geben, wenn man dem folgen würde, was die Bibel sagt. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Und andere Stellen machen deutlich, dass dies sich auf den Gottesdienst bezieht. Es geht nicht darum, dass eine Frau keine Lehrerin sein soll in der Schule. Es geht hier um den Gottesdienst. Und dann fährt Paulus fort, Folgendes zu sagen. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Schauen Sie, Satan hat sich nicht an Adam gewandt. Satan hat sich an Eva gewandt, weil Eva scheinbar verführungsmäßig gesehen ein besseres Objekt war. Ein leichteres Objekt. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Nun, die Elberfelder Bibel schreibt hier, sie hat sich zur Übertretung betrügen lassen. Satan hat sie betrogen. Er hat sie angelogen. Er hat gesagt, du wirst keineswegs des Todes sterben. Aber ich sage das mal jetzt als Mann und ich hoffe, die Frauen werden mir vergeben, aber es ist ja schon richtig, dass Frauen durchaus hin und wieder sehr viel emotionaler sind als Männer. Und Satan wusste dies. Und er hat sich also insoweit an die Frau gewandt, die aufgrund von Emotionen sich diesen Baum angesehen hat und gesehen hat, ach, der war ja wunderbar anzusehen, es war ja wunderbar davon zu essen. Und so sagt Paulus hier, die Frau hat sich zur Übertretung verführen lassen. Aber natürlich bedeutet dies nicht, dass Adam jetzt schuldlos ist. Im Gegenteil, der war sogar noch schuldiger. Der hat sogar von dem Baum gegessen, ohne verführt worden zu sein.
Der hätte es besser wissen müssen, hat sich aber seiner Frau untergeordnet und hat sich dann insoweit auch dem nicht verschlossen, was er hätte ablehnen sollen. Und so sagt Paulus hier, sie wird aber selig werden, die Frau jetzt, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben, und es ist eine große Diskussion hier, auf die ich hier nicht unbedingt eingehen möchte, wer mit sie gemeint ist. Bezieht sich das jetzt auf die Kinder oder bezieht sich jetzt das auf die Frauen? Das heißt hier, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Nun, ich bin ein wenig darauf eingegangen in unserer Broschüre, die auch auf dem Internet vorhanden ist und die man dort lesen kann, über die Schlüssel zur glücklichen Ehe und Familie. Der Punkt, in dem es mir hergeht, ist, dass Eva verführt wurde von Satan und dass Adam Eva gefolgt ist, obwohl er nicht verführt war. Er hätte es besser wissen sollen, er hätte das ablehnen müssen, hat es aber nicht getan. Und nun kehren wir zu 1. Mose Kapitel 3 zurück. 1. Mose Kapitel 3. Und Gott konfrontiert jetzt Adam und Eva und dann auch nachher die Schlange, Satan, und fragt sie, warum habt ihr dies getan? Und schauen wir uns die Reaktion von Adam an. Anstelle, dass man jetzt seine Schuld anerkennt, anstelle, dass man jetzt sagt, ja, ich habe also gefehlt, ich habe gesündigt, ich hätte das nicht tun dürfen, da heißt es hier in Vers 12, da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Also ich bin schuldlos. Es ist zunächst einmal die Frau, die mich verführt hat und du, Gott, hast mir die Frau ja gegeben. Also letztendlich bist du eigentlich schuld an der ganzen Sache. Und da sprach Gott, der Herr, zum Weib in Vers 13, warum hast du das getan? Und anstelle, dass die Frau jetzt ihre Schuld anerkennt, wird auch wiederum jemand anders verantwortlich gemacht. Und das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Auch hier übersetzt jetzt Luther, die Schlange betrog mich. Es war tatsächlich ein Betrug. Und so aß ich. Und dann spricht natürlich Gott zu der Schlange und bestraft sie dafür, was sie getan hat. Aber Adam und Eva gingen auch nicht straflos aus, wie wir wissen. Sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Aber noch mehr wird hier zum Ausdruck gebracht in 1. Mose 3 und Vers 16. Da heißt es, und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und das ist gleichwohl auch sehr plastisch, physisch zu sehen, aber auch geistlich. Denn was für eine Mühe wird die Frau haben, ganz besonders die Mutter, wenn sie sieht, dass vielleicht die Kinder nachher von dem richtigen Wege sich abwenden. Und die Bibel hat auch darüber viel zu sagen, wie wir das nachher dann im Buch der Sprüche auch noch uns anschauen werden. Und dann heißt es hier noch weiter, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein, er soll weiterhin dein Herr sein, er soll weiterhin dich führen und leiten, das Oberhaupt der Familie sein. Adam hatte versagt. Wir werden sehen, dass andere gerechte Menschen in der Beziehung nicht versagt haben. Aber es heißt hier interessanterweise, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber schauen Sie später im Buch Hohelied, das können wir uns mal kurz anschauen, wird dieses Verlangen auch von dem Manne aus gesehen, beschrieben. Es geht also nicht nur um ein einseitiges Verlangen, wie ja auch Liebe keine einseitige Situation sein kann. Sie muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen. Schauen wir uns das Buch Hohelied einmal an. Das ist ja das Lied, das von Salomo geschrieben worden ist. Und schauen wir uns Kapitel 7 an. Hohelied Kapitel 7 und Vers 11. Hohelied Kapitel 7 und Vers 11. Hier schreibt die Frau über den Mann, meinem Freund, sie nennt also den Ehemann auch ihren Freund, meinem Freund gehöre ich und nach mir steht sein Verlangen. Also wenn man hier von einem Bruch sprechen möchte, dass also jetzt die Frau Verlangen haben wird zu dem Mann, so wird, könnte man sagen, hier im Hohelied deutlich gemacht, dass es einen solchen Bruch nicht gibt. Denn auch der Mann hat Verlangen nach seiner Frau. Schauen Sie, in dieses Verlangen ist sehr vielseitig. Es geht nicht nur um geistiges Verlangen, das ist natürlich mit eingeschlossen. Aber das gesamte Buch Hohelied, wenn Sie es systematisch durchlesen, hat sehr viel zu sagen über sexuelle Beziehungen. Und so wird also auch hier ein solches Verlangen zum Ausdruck gebracht. Auch sehen wir wiederum, dass der Mann
der Herr sein soll über die Frau und auch über die Familie. Er soll sie natürlich in Liebe führen und leiten. Auch das wird in unserem Buch über die Schlüssel zur glücklichen Ehe zum Ausdruck gebracht. Es geht hier nicht um einen Mann, der als Diktator herrscht. Es geht darum, dass er die Bedürfnisse der Frau erkennt, anerkennt und sie dann auch befriedigt. Aber auch das, wie wir noch sehen werden, hat eine beiderseitige Funktion. Schauen wir uns jetzt Kapitel 4 an, im ersten Buch Mose, Kapitel 4 und Vers 1. Ersten Buch Mose, Kapitel 4 und Vers 1. Da übersetzt Luther, und Adam erkannte sein Weib Eva. Nun, wenn das Wort erkannte oder erkennen gebraucht wird, in vielen Fällen in der Bibel, bezieht sich dies auf sexuellen Geschlechtsverkehr. Sexuellen Geschlechtsverkehr. Hier wird das ganz deutlich. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger. Und sie gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Und dann wird sie nochmal schwanger und bringt Abel dann zum Vorschein. Und Abel ist ja der Gerechte und Kain ist ja der Ungerechte. Aber wie gesagt, es geht hier um Erkennen. Es geht hier um sexuellen Geschlechtsverkehr. Dies ist wichtig zu verstehen, denn dies widerlegt bereits schon eine weitere Theorie im Hinblick auf die Jungfrau Maria. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 1 an. Matthäus Kapitel 1 im Neuen Testament. Matthäus Kapitel 1 und lesen wir die Verse 24 bis 25. Zunächst einmal beginnen wir mit Vers 23, denn hier lesen wir, was der Engel damals Maria verkündigte. Oder vielmehr, es geht hier jetzt um ein Zitat, was also aus dem Alten Testament dann gebraucht wird. Aber das ist auch das, was der Engel sagte. Es heißt in Vers 23, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein. Also Maria war Jungfrau, als sie schwanger wurde. Sie hat noch keinen Mann gekannt, wie dies deutlich in anderen Stellen zum Ausdruck kommt. Und das war ja auch eine Prophezeiung aus dem Buch Jesaja, dass das geschehen würde. Eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Aber nun lesen wir Vers 24. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, das war jetzt also ein Traum, den Josef hatte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht. Die Elberfelder Bibel übersetzt, er erkannte sie nicht. Die Menge Bibel übersetzt, er verkehrte nicht ehelich mit ihr. Also deutlich wird hier, dass es um den Geschlechtsverkehr geht. Er berührte sie nicht, er erkannte sie nicht, er verkehrte nicht ehelich mit ihr, bis sie einen Sohn gebar. Er verkehrte nur so lange nicht mit ihr, bis sie den Sohn gebar, den erstgeborenen Sohn. Und er gab ihm den Namen Jesus. Dies sagt deutlich, dass nachher Adam und Eva geschlechtlich miteinander verkehrten. Und die Bibel lehrt ja auch, dass Jesus Christus Brüder und Schwestern hatte. 4 Brüder werden namentlich erwähnt und zumindest 2 Schwestern, vielleicht sogar noch mehr. Also die Idee, dass die Jungfrau Maria ewig eine Jungfrau geblieben sein soll, weil ja Sex auch in der Ehe angeblich etwas Schmutziges ist, mit Sünde behaftet sei, ist absolut total widersinnig und falsch im Hinblick auf das, was die Bibel lehrt. Nun kehren wir zurück zu 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4 und Vers 19. Und hier gibt es eine große Organisation, die Polygamie betreibt oder zumindest heute noch nach wie vor sagt, dass Polygamie, mit anderen Worten die Idee, dass ein Mann mehr als nur eine Frau haben kann, durchaus richtig sei. In Afrika wird das heute noch sehr stark praktiziert. Die Mormonen, wie Sie ja wissen, haben das lange Zeit praktiziert. Aber ist das, was die Bibel lehrt? In 1. Mose Kapitel 4 und Vers 19, da heißt es, Lamech aber nahm 2 Frauen. Nun, warum wird das hier zum Ausdruck gebracht? Um zu zeigen, wie die Polygamie begann. Nicht um zu zeigen, dass die Bibel sie gut heißt. Im Anfang wurde der Mann und die Frau erschaffen. Nicht der Mann und 2 oder 3 oder 4 Frauen. Aber es war dieser Lamech, der nahm 2 Frauen. Eine hieß Ada, die andere Zilla. Aber der Lamech
der war nicht unbedingt ein gerechter Mann. Denn schauen wir uns an, was hier in Vers 23 geschrieben steht. Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merket auf, was ich euch sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Mit anderen Worten, hier war ein Mörder. Der nahm auch zwei Frauen. Sehen Sie den Zusammenhang? Und dann sagt er, kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 Mal. Hat also auch noch Stolz hier gehabt. Der Kain, der hat ja gesagt, nachdem er seinen Bruder Abel erschlug, dass die Strafe zu schwer sei für ihn, die ihm Gott verhängt hatte. Und er sagte, jeder, der mich trifft, der wird mich umbringen. Und Gott sagte, nein, ich werde hier ein Zeichen auf dich setzen, sodass du nicht umgebracht werden sollst. Und wer das tun würde, entgegen meines Gebotes, der würde siebenmal gerecht werden. Und hier dieser Lamech, total voller Stolz, der sagt, ja, wenn mich jemand umbringt, der wird sogar, wie heißt es hier, 77 Mal gerecht. Also er war ein stolzer Mann, ein Mörder, und er war der Begründer der Polygamie. Nichts in der Bibel sagt uns hier, dass dies in irgendeiner Weise im Einklang gestanden hätte mit Gottes Willen. Schauen wir uns nun 1. Mose Kapitel 6 an. 1. Mose Kapitel 6 und die Verse 1 bis 2. Auch hier gibt es eine Stelle, die so furchtbar falsch von so vielen verstanden wird. Und auch viele Kommentare begreifen einfach nicht, worum es hier geht. Und lehren eine Lehre, die total satanisch ist, die total nichts mit dem im Einklang steht, was die Bibel lehrt. Schauen wir uns an, was hier geschrieben steht in 1. Mose Kapitel 6, angefangen in Vers 1. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und jetzt steht sogar auch in der Lutherbibel folgende Anmerkung. Gottes Söhne sind keine leiblichen Söhne Gottes, sondern gehören zur Umgebung Gottes, wie das Gefolge zu einem König gehört. Und dann schreiben andere, dass dies Engel waren, gefallene Engel, die jetzt Geschlechtsverkehr hatten mit den Menschen. Und daraus entstanden dann die Riesen der Vorzeit. Es gibt dieses apokryphe Buch von Henoch, eine jüdische Legende, die dies auch in der Weise darstellt. Nun, davon ist keineswegs die Rede. Es geht hier nicht um gefallene Engel, die geschlechtlichen Verkehr haben sollten mit Menschen. Christus sagt, Engel sind geschlechtslos, in dem Sinne, dass sie keine Ehe führen. Er sagt, wir, wenn wir in der Auferstehung sein werden, wir werden sein wie die Engel. Wir werden nicht heiraten und uns nicht verheiraten, weil Engel sind Geisteswesen. Und eine Ehe oder Geschlechtlichkeit in dem Sinne ist physisch. Vielfach werden Menschen, gerechte Menschen, als die Söhne Gottes beschrieben. Wir werden ja alle Söhne Gottes genannt im Neuen Testament, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind die Kinder Gottes. Und es geht hier um gerechte Menschen. Es waren die Nachfahren von Seth, einem gerechten Mann. Und diese gerechten Menschen, diese Gottessöhne, die wendeten sich jetzt, was sie nicht hätten tun sollen, an die Nachfahren des Kain. Denn der Kain hat ja auch geheiratet, hat ja auch Kinder zur Welt gebracht, aber das waren eben nicht unbedingt gerechte Kinder. Die haben den Ideen des Kain gefolgt und sind den Ideen des Kain gefolgt. Und die haben sich dann mit den Gottessöhnen, den Nachfahren des Seth, eingelassen und haben dann auch Kinder zur Welt gebracht. Aber das hat Probleme mit sich gebracht. Und diese Stelle besagt keineswegs, dass sich in irgendeiner Form jetzt Geisteswesen mit Menschen da sexuell abgegeben hätten. Es geht hier um zwei verschiedene Strömungen innerhalb der Familie der Menschen. Den Nachfahren von Seth und den Nachfahren von Kain. Und die haben sich hier jetzt zusammengefunden. Und schauen Sie auch, wie dies beschrieben steht in Vers 2. Da sahen diese Gottessöhne, die Nachfahren von Seth, die werden hier in Kapitel 4 in den Versen 25 und 26 beschrieben. Da sahen sie, wie schön die Töchter der Menschen waren, die Nachfahren von Kain. Und die werden in Kapitel 4 in den Versen 17 folgende beschrieben. Etwas Ähnliches spielt sich ab wie auch Eva, die den Baum der Erkenntnis ansah und sah, wie schön der war. Und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Es ging nicht darum, dass sie in irgendeiner Form dem Willen Gottes untertan gewesen wären, dass sie in irgendeiner Form gefragt hätten, wie Gott denn so die Sache sich anschaut. Nein, sie nahmen sich zu Frauen, wie sie wollten. Später hat er Samson, Sie kennen ja die Geschichte von Samson und Delilah, genau das Gleiche getan. Das werden wir auch noch lesen. Er nahm sich
die Frau, die er wollte. Unabhängig davon, was Gott ihm gesagt hatte, Gott hatte ihm klar verboten, dies zu tun, aber er hatte eben diese Lust in sich, diese falsche Gesinnung, das zu tun, was er wollte. Und so taten das hier diese Gottes Söhne auch. Und dann hörten sie auf, Gottes Söhne zu sein. Dann waren sie nicht mehr länger die gerechten Nachfahren von Seth. Also lassen Sie sich nicht verwirren von diesen falschen Ideen, dass da jetzt irgendwie Engelwesen oder gefallene Engelwesen oder Dämonen irgendeine geschlechtliche Verbindung hätten eingehen können mit Menschen. Und auch heute gibt es ja diese total verkehrte, falsche Auffassung, dass dies irgendwie noch geschehen würde und dass dieser Antichrist, der ja prophezeit ist zu kommen, oder vielmehr ein Mann, der im Geiste des Antichristen erscheint, das Wort Antichrist ist ja an sich gar keine Bezeichnung für einen Menschen, sondern für eine Geisteshaltung, dass der angeblich von Satan abstammen soll. Es gibt ja auch Filme, die dies da darstellen. Totaler Unfug. Das hat mit alledem nichts zu tun, was die Bibel lehrt. Nun kehren wir jetzt zurück zu Vers 9. 1. Mose 6 und Vers 9. Da lesen wir, nachdem Gott die Widerwärtigkeit und die Verderbtheit der Menschen sich angeschaut hatte und dass er dann sogar es bereute, dass er überhaupt Menschen erschaffen hatte, weil die so in schrecklicher Verwüstung lebten. Sie lesen das ja vorher. Da heißt es ja in Vers 5, der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Und selbst die gerechten Gottessöhne, die Nachfahren Seths, hatten sich jetzt auf diese falsche Bahn bringen lassen. Da heißt es in Vers 6, und er reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Schauen Sie, Gott hatte zwar den Menschen in der Weise erschaffen, dass der Menschen einen freien Willen hatte, der sich frei entscheiden konnte. Aber Gott hatte nicht gewollt, dass der Mensch in einer solchen Weise sich entwickeln würde. Und das Gleiche gilt für uns heute auch. Gott will nicht, dass wir auf einer Weise leben, wie das heute viele, die meisten bereits schon tun, die einem ja selbst schadet. Wenn die Bosheit auf Erden groß ist, dann ist natürlich auch eine gegenseitige Bosheit vorhanden. Der eine bestiehlt den anderen, der eine tötet den anderen, der eine bricht die Ehe mit dem anderen. Von Ehe ist vielfach gar nicht mehr die Rede. Bestialität, Homosexualität, Sodomie, alles das wird gleich noch beschrieben. Und es heißt hier, aber Noah in Vers 8 fand Gnade vor dem Herrn. Nun, warum fand Noah Gnade vor dem Herrn, wenn doch die Bosheit auf Erden groß war und alles Dichten und Trachten der Menschen böse war? Nun, hier wird gesagt, was mit Noah der Fall war in Vers 9. Und das ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Und er wandelte mit Gott, oder wie die Elberfelder Bibel sagt, er lebte mit Gott. Er lebte eben nicht so, wie die Menschen um ihn herum lebten, aber anders. Diese Stelle zeigt, dass man anders sein kann, wie die Majorität der Menschen, wie die meisten Menschen, wie vielleicht alle Menschen in ihrer Umgebung. Und sie zeigt aber auch, dass Gott eine solche andere Lebensweise anerkennt. Das war der Grund, warum Noah Gnade fand vor dem Herrn. Wenn es Noah nicht gegeben hätte, wären alle Menschen vernichtet worden. Und sie würden heute gar nicht mehr existieren. Denken Sie daran, denn alle Menschen sind ja dann von Noah und seiner Familie hervorgegangen, nach der Sintflut. Also Noah war anders als die anderen Menschen. Und er fand Gnade vor dem Herrn. Wir lesen hier in Kapitel 6 und Vers 9. Das hatten wir gerade gelesen. Lesen wir jetzt Vers 18. Kapitel 6 und Vers 18. Da heißt es, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und schauen Sie, von diesen Menschen, die dann die Sintflut überlebten in der Arche, sind dann alle Menschen gekommen. Lesen wir jetzt Kapitel 9. 1. Mose Kapitel 9 und lesen wir Vers 18. Auch hier wiederum eine Stelle, die zu vielfacher Unsicherheit veranlasst gegeben hat, weil nämlich man nicht richtig gelesen hat, was hier geschrieben steht. Denken wir daran, Noah war ein gerechter Mann. Das bedeutet nicht, dass Noah ohne Sünde war. Es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat, außer Jesus Christus, der Emmanuel, von dem wir eben gelesen haben. Und so hat Noah auch
gesündigt, wie wir jetzt lesen werden. Und diese Sünde hatte schreckliche Auswirkungen. 1. Mose Kapitel 9, angefangen in Vers 18. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham und Japhet. Ham aber ist der Vater Kanaans. Now, warum wird das jetzt gesagt? Warum wird hier zum Ausdruck gebracht, dass Ham, der mittlere Sohn, der Sem war ja der Erstgeborene, der Ham war der Zweite, der Japhet der Dritte. Warum wird jetzt gesagt, dass Ham der Vater Kanaans ist? Weil nämlich Kanaan etwas getan hat. Nicht Ham, wie das so viele falsch verstehen, sondern Kanaan. Lesen wir weiter. Das sind die drei Söhne Noahs. Und von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Sie und ich. Wir alle stammen von Noah ab und letztendlich natürlich von Adam und Eva. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, da ward er trunken. Er hat sich betrunken. Und zwar so sinnungslos betrunken, er lag im Zelt aufgedeckt. Also er war gar nicht mal mehr in der Lage, sich zuzudecken. Er lag also jetzt nackt, betrunken in seinem Zelt. Und als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, aber er sah nicht nur seine Blöße, er sah auch noch etwas anderes. Da sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Und da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihre beiden Schulter und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Aber sie taten das nicht nur wegen seiner Blöße, sondern auch, weil sie noch etwas anderes hätten wahrnehmen können, wenn sie hingeblickt hätten. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Und als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, aber es geht hier nicht um Ham, wie die meisten das falsch verstehen, denn Ham war nicht sein jüngster Sohn. Es ging um Kanaan, der war der jüngste Sohn von Ham. Es war Kanaan, der ihm etwas angetan hatte. Mit anderen Worten, es heißt, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, die Rede ist von Hams jüngstem Sohn Kanaan. Denn deswegen spricht er jetzt in Vers 25, verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und er sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Nun, warum hat er Kanaan verflucht? Was hatte Kanaan ihm angetan, als Noah im Vollrausch bloß und nackt in seinem Zelte lag? Nun, ich glaube, ich brauche das nicht weiter zu erörtern. Schauen Sie, die Bibel verschweigt uns nichts. Die Bibel ist sehr offen über das, was Menschen in der Lage sind und willens sind zu tun. Eine empörende Geschichte. Aber sie wurde auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass Noah zunächst einmal sich so betrunken hat, dass er dann nicht mehr in der Lage war, das, was dann der Kanaan in ihm antat, überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn zu verhindern. In Kapitel 11 lesen wir eine weitere interessante Episode. Diesmal geht es um Abraham. 1. Mose Kapitel 11 und Vers 29. Damals hieß der Abraham noch Abram. Und es heißt hier in Kapitel 11 und Vers 29, da nahm Terach, das war der Vater, seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, also der Lot war der Neffe von Abraham, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Nun, hier ist eine interessante Andeutung, die hier gemacht wird. Die wird in anderen Stellen der Bibel dann noch deutlicher. Und zwar hat Abraham seine Halbschwester Sarah, die dann noch Sarai hieß, geheiratet. Es war seine Halbschwester. Das war damals noch erlaubt. Später würde dann in der Bibel deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es nicht mehr erlaubt ist, dass man seine Halbschwester ehelicht. Aber zu Beginn der Menschheit war dies noch erlaubt, weil die Degeneration noch nicht so weit fortgeschritten war, dass heute dies eine sehr gefährliche Situation wäre. Nun, natürlich war es erlaubt. Im Anfang war es sogar so, dass die Kinder von Adam und Eva sich untereinander verheiraten konnten und Nachfahren zur Welt bringen konnten, denn sonst gäbe es sie heute ja nicht.
Schauen Sie, Adam und Eva haben ja viele Kinder gezeugt und die haben sich untereinander dann verheiratet und haben dann Kinder zur Welt gebracht. Das wird natürlich dann nachher im Laufe der Geschichte nicht mehr gestattet. Im Anfang war das der Fall. So war es auch hier im Zeitpunkt zu Abraham noch erlaubt, seine Halbschwester, seinen Halbbruder zu heiraten. Und das ist genau das, was Abraham tat. Und nachher hat er darüber gelogen, hat gesagt, sie ist meine Schwester, hat dann nicht dann zum Ausdruck gebracht, dass sie auch seine Frau war. Und daher hat dann das auch viele falsche Situationen und schlimme Dinge dann zum Ausdruck gebracht. In Kapitel 16 lesen wir aber nun, dass auch Abraham, der Vater der Gläubigen, der gerechte Abraham, Glaubensschwäche hatte, Sünde hatte. Die Bibel verschweigt uns dies keineswegs. Die Bibel zeigt uns, dass alle gerechten Menschen nicht sündenlos sind. Und das bedeutet, dass wir alle den Opfertod Jesu Christi brauchen. Keiner von uns ist ohne Sünde. Aber wenn die Sünde bereut wird, dann wird sie vergeben von Gott, aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus für uns starb, um für unsere Sünden die Strafe zu bezahlen. Aber hier schauen wir uns in Kapitel 16 an, was geschehen ist, hier in den Versen 1 und 2. 1. Mose 16 und Vers 1. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Also die war unfruchtbar, die war nicht in der Lage, Kinder zu gebären. Und sie hatte aber eine ägyptische Magd, und die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Also die wollte jetzt ein Kind durch ihre Magd gebären und dann an Kindesstatt annehmen. Und das wäre dann der Sohn von Abraham und Sarai oder Abraham und Sarai geworden. Und der Abraham sagte, nee, das ist natürlich nicht richtig. Das kann man nicht, das darf man nicht. Das wäre ja Ehebruch. Ich würde ja hier mit einer anderen Frau schlafen. Obwohl Sarai ihn dazu aufmunterte, dies zu tun. Was lesen wir? Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Und er tat das dann auch. Und durch die Hagar, durch die ägyptische Magd, wie wir ja wissen, wurde dann der Ismael geboren. Aber alles das hatte furchtbare Konsequenzen. Es gab einen Streit zwischen Ismael und dann nachher Isaak, der dann geboren wurde von Abraham. Und es kam dann sogar dazu, dass dann die Magd und der Ismael verstoßen wurde, sich entfernen mussten. Und auch heute noch gibt es Streitigkeiten zwischen den Ismaeliten im Nahen Osten, den Arabern, und den Israeliten, den Juden. Hier sehen wir den Beginn dieser Streitigkeiten, weil Abraham und Sarah etwas taten, was sie nie hätten tun sollen. Also wir sehen auch hier, dass Sünde zu Konsequenzen führt. Nun, zur Verteidigung von Abraham möchte man vielleicht Folgendes sagen. Diese Prozedur, die hier angewendet wurde, war damals gang und gäbe. Das war in der Tat, und viele Aufzeichnungen bestätigen dies, der Fall, dass wenn jemand unfruchtbar war, dann nahm diese Person einfach die Magd und ließ dann durch die Magd, durch die Sklavin, durch die Dienerin weitere Kinder gebären, die dann also an Kindesstatt angenommen wurden. Aber die Tatsache, dass dies damals gang und gäbe war, dass dies Tradition war, bedeutet nicht, dass Abraham hätte dieser Tradition folgen sollen, weil diese Tradition ja im Gegensatz stand zu den Geboten Gottes. Und es war Sünde. Und so hat diese Sünde dann auch zu viel Leid geführt. In Kapitel 19, 1. Mose Kapitel 19, lesen wir nun die interessante Stelle über den Untergang von Sodom und Gomorra. Auch hier ist vielfach Falsches hineininterpretiert worden. Und heute kennt man ja den Ausdruck Sodomie. Und man meint, ach, der stammt also von Sodom ab. Es ging also hier um Bestialität. Es ging also hier darum, dass die Männer und die Frauen von Sodom mit Tieren verkehrten. Nun, ob sie es taten oder nicht, ist eine andere Frage, aber die Bibel sagt dies nicht. Schauen wir uns an, was die Bibel sagt, was der Grund war für den Untergang von Sodom und Gomorra. In Kapitel 19 lesen wir, nachdem Gott in der Person von Jesus Christus mit zwei Engeln zu Abraham gekommen war und haben dort mit ihm gegessen. Und dann, als die Engel sich gen Sodom wandten, hat Gott, der Herr, Abraham erklärt, was jetzt geschehen würde. Und wir lesen dann die sehr berührende
Diskussion und die Bitte von Abraham, der sagt, wenn doch nur 10 Gerechte in Sodom leben würden, dann verschone doch die Stadt um der 10 Gerechten willen. Und Gott sagte, wenn wir 10 Gerechte in dieser Stadt finden, dann wird die Stadt verschont. Und jetzt wenden sich die Engel nach Sodom. In Kapitel 19 und Vers 1, da lesen wir, und die 2 Engel kamen nach Sodom. Die kamen natürlich jetzt in menschlicher Form, die waren also nicht als Engel zu erkennen. Die Bibel sagt auch im Neuen Testament, dass manchmal Engel als Menschen auftreten und wir gar nicht wissen, dass es Engel sind. Und auch hier lesen wir, die 2 Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot, also der Neffe Abrahams, der war in Sodom. Der hätte nie in Sodom sein sollen. Schauen Sie, aber der hat sich auch in diese Umgebung gewagt und hat dort gelebt, weil natürlich Sodom ein sehr reiches Gebiet war, sehr fruchtbar. Und Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Nun, der Lot hat nicht unbedingt an den Verwerflichkeiten von Sodom teilgenommen. Wir lesen im Neuen Testament, dass er sogar zu Gott darüber geklagt hat, wie verwerflich die Menschen lebten. Aber gleichwohl lebte er auch dort. Sodom saß unter dem Tor. Und als er sie sah, er sah also jetzt 2 Männer, 2 Fremde, da stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich zur Erde und sprach, siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechtes und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und bleibt früh morgens auf, oder lasst eure Füße waschen und brecht früh morgens auf und zieht eure Straße. Warum hat er sich sofort an diese beiden Fremden gewandt? Warum wollte er, dass die sofort zu ihm in sein Haus kamen? Nun, er kannte die Sitten von Sodom. Aber sie sprachen, nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Nun, sie sagten dies, um ihn zu prüfen. Und da nötigte er sie sehr, und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, da kamen die Männer, schauen Sie, die Männer der Stadt Sodom, und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk, aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Der Sinn ist, dass wir mit ihnen geschlechtlich verkehren. Die Sodomiter, offensichtlich mit dem Einverständnis ihrer Frauen, die scheinbar auch dann geschlechtlich mit sich selbst verkehrten, waren praktizierende Homosexuelle. Aber in einer solchen gewalttätigen Weise, dass sie sich über diese beiden Männer hier, sie meinten, das seien Männer, hermachen würden. Denen war es egal, ob die Männer damit einverstanden waren. Denen war es egal, ob Lot damit einverstanden war. Er sagte, bring die zu uns heraus, dass wir uns über sie hermachen. Schauen Sie, das war das Problem von Sodom. Und da nun alle versammelt waren, war es auch klar, dass außer Lot und möglicherweise seiner Frau, weil die hat sich nachher auch dann zurückwenden wollen nach Sodom, und seine 2 Töchter, denn die Schwiegersöhne wollten auch nicht mit, keiner da war, der würdig war, gerettet zu werden. Es war also hier das Problem von gewalttätiger, praktizierender Sexualität oder Homosexualität, das hier angesprochen wird. Aber es geht nicht nur darum. Es ging nicht nur darum. Schauen wir uns auch an, was die Bibel im Buch Hesekiel hierzu zu sagen hat. Hesekiel Kapitel 16. Hesekiel Kapitel 16. Das ist wichtig zu verstehen, denn viele heute haben die Auffassung, entweder praktizierende Homosexualität sei eine normale Geschichte, da braucht man sich keine Sorgen darüber zu machen, das ist alles in Gottes Augen anerkannt. Oder aber sie gehen ins andere Extrem und sagen, das ist die schlimmste Sünde der Welt, die kann nie vergeben werden, mir hat jemand geschrieben, das ist die unvergebbare Sünde. Das ist natürlich auch Unfug. Es geht um eine Geisteshaltung. Es gibt Menschen im Neuen Testament, von denen Paulus spricht, die Homosexuelle waren, praktizierende Homosexuelle, die aber bereut haben, die, wie es heißt, durch das Blut Christi abgewaschen worden sind oder reingewaschen worden sind. Christus oder vielmehr Paulus spricht zu denen und sagt, ihr seid früher solche gewesen, und keiner, wie wir noch sehen werden, der eine solche Lebensweise an den Tag legt, wird das Reich Gottes ererben. Aber ihr seid abgewaschen worden, reingewaschen worden, und ihr habt diesen Lebensweg abgelegt. Aber hier im Buch Hesekiel Kapitel 16 lesen wir noch mehr über was denn der Fall war bezüglich Sodom und Gomorra. Hesekiel 16, angefangen in Vers 49.
Und hier spricht Gott zu der neuzeitlichen Stadt Jerusalem. Auch das ist wichtig zu verstehen. Wir hatten ja bereits in der letzten Predigt gesehen, dass Gott Jerusalem mit Sodom vergleicht, mit dem geistlichen Sodom. Und hier sagt er jetzt zu Jerusalem, siehe, in Vers 48 sagt er zunächst einmal, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, Sodom, deine Schwester, samt ihren Töchtern hat es nicht so getrieben wie du und deine Töchter. Es geht hier um Samaria, neuzeitlich gesehen, bezogen auf Jerusalem, auf das Volk Juda, aber auch auf das Haus Israel. Und man muss natürlich auch heute wissen, dass das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel, keine Juden sind. Und man muss auch wissen, wo die sich heute befinden. Und Gott urteilt über sie genauso, wie er über das neuzeitliche Jerusalem urteilt. Und er sagt, Sodom, deine Schwester, hat es nicht so getrieben, wie du und deine Töchter. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Vers 49. Hoffart und alles in Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht, sondern waren stolz und taten Gräuel vor mir. Nun, Gräuel werden erwähnt. Homosexualität wird in der Bibel ein Gräuel genannt. Aber schauen Sie, es geht noch hier um weitaus mehr. Es geht um Stolz, es geht um ein Gefühl der Selbstbefriedigung. Man braucht sich nicht um das zu kümmern, was Gott von einem erwartet. Sondern waren stolz, Vers 50, und taten Gräuel vor mir. Darum, schauen Sie, darum habe ich sie auch hinweggetan, wie du gesehen hast. Und Gott sagt, so wird es auch wiederum geschehen in der Endzeit, wenn die Menschen sich total abwenden von Gott. Natürlich, ihre sexuellen Praktiken werden Antwort geben zu der Situation, in der sie sich befinden, warum sie so leben. Aber es geht eben, wie gesagt, um eine Geisteshaltung. Wir lesen auch im Neuen Testament im Buch Judas. Vor der Offenbarung, Judas Kapitel 1, es gibt ja nur ein Kapitel im Buch Judas, und in Vers 7. Judas 1 und Vers 7. Und da lesen wir, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben, also sexuelle Unzucht, wie wir gelesen hatten, praktizierende Homosexualität, sie wird Unzucht genannt in der Bibel, unter anderem. Und die sind anderem Fleisch nachgegangen. Nun wird es ganz deutlich, was hier das Problem war. Lesen wir es noch einmal. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie, also diese umliegenden Städte haben auch das Gleiche getan wie Sodom und Gomorra, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Die sind also natürlich durch Feuer und Schwefel dann vernichtet worden. Die sollten uns ein Vorbild sein heute, nicht so zu leben, wie sie gelebt haben. Aber wie gesagt, wir kennen heute Städte, die es genauso treiben und vielleicht sogar noch schlimmer als damals Sodom und Gomorra. Glauben wir wirklich, dass Gott so viel Geduld hat, dass er nicht doch irgendwann eingreift und wie er damals gegenüber Sodom und Gomorra gehandelt hat, auch gegenüber solchen Städten handeln wird? Und wenn er dann da keine 10 Gerechten findet, was dann geschehen wird? Schauen Sie, die Tatsache, dass Lot in Sodom gelebt hat, hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass seine Töchter jetzt in einer sehr gerechten Umgebung groß geworden sind. Seine Frau, wie wir alle wissen, die wollte nach Sodom zurückkehren. Die wollte diese Umgebung, diese reiche Umgebung, die Gesellschaft, alles das, was sie so einverleibt hat, das wollte sie nicht aufgeben. Und sie wurde dann, wie es heißt, zur Salzsäule, als sie zurückkehren wollte nach Sodom. Aber schauen wir uns an, was die beiden Töchter taten, Lot gegenüber. Die sind dann gerettet worden mit Lot. Wie ich sagte, die Schwiegersöhne hatten das alles als einen Scherz angesehen. Die waren nicht bereit, Sodom zu verlassen, mit Lot herauszugehen aus Sodom. Aber dann Lot und die beiden Töchter, die haben sich dann zurückgezogen. Und wir lesen jetzt in Kapitel 19, angefangen in Vers 30. Zunächst sind sie in eine kleine Stadt gegangen, aber dann haben sich dort gefürchtet, dass da vielleicht auch wieder solche Ausschreitungen stattfinden würden, dass die Menschen vielleicht versuchen würden, sie zu töten. Und so heißt es dann in Vers 30 in Kapitel 19, und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Denn Gott hatte von vornherein gesagt, kehrt
euch weg von Sodom und Gomorra und auch den anderen Städten, aber der Lot sagt auch, diese kleine Stadt Zoar, die ist ja harmlos, da kann ich ja hin. Und Gott hat gesagt, okay, dann geh da hin. Oder die Engel haben es gesagt, aber dann hat er auch eingesehen, das war auch nicht die richtige Situation. Und da hat er sich dann in eine Höhle begeben. Aber schauen wir uns nun an, was geschieht. Vers 31, und da sprach die Ältere, diese ältere Tochter, zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und kein Mensch ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Welt Weise. Mit anderen Worten, kein Mensch ist mehr im Lande in der Umgebung, der mit ihnen Geschlechtsverkehr haben könnte, um Kinder zu gebären oder zu erzeugen. So komm, Vers 32, und lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Schauen Sie, die ganze Situation wird hier deutlich. Die Mentalität, die jetzt in den Töchtern existierte, weil sie eben in der gottfeindlichen, niederträchtigen, widerwärtigen Umgebung von Sodom und Gomorra aufgewachsen sind. Und das war da gang und gäbe scheinbar. Und so haben sie jetzt in der Tat ihren Vater trunken gemacht. Volltrunken, aber noch in dem Sinne, dass er eben doch noch in der Nacht sich ergießen konnte, um es so zu sagen, Kinder erzeugen konnte, und so haben sie das zweimal getan. Und so haben dann auf diese Weise die beiden Töchter Kinder hervorgebracht, und interessant ist auch, wer diese Kinder waren. Es heißt dann hier in Vers 36, und so wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater, und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, und da stammen die Moabiter her, Feinde Israels. Aber hin und wieder gab es auch Ausnahmen. Ruth zum Beispiel, die gerechte Ruth, die er dann den Boas geheiratet hat, war auch eine Moabiterin, aber die kam dann aus Moab heraus und hat sich dann in Israel niedergelassen. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, Vers 38, und den nannte sie Ben-Ami, und von dem kommen her die Ammoniter, wiederum Feinde Israels. Also hier sehen wir auch erneut, dass diese sündhafte sexuelle Haltung, der erste Inzest, der hier in der Bibel beschrieben wird, diese Sünde zu grausamen Konsequenzen dann auch geführt hat im weiteren Verlauf der Geschichte von Israel. Nun, ich will es jetzt hier erst einmal belassen und für heute mich von Ihnen verabschieden, und wir werden dann in der nächsten Sendung weiter auf die Geschichte eingehen, wie sie in der Bibel beschrieben wird, die sexuellen Episoden, die stattfinden, und aus denen wir hoffentlich lernen können, dass wir das Falsche ablegen und das Richtige annehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.